Bei Führungen oder über Social Media werden wir auch oft gefragt, wie man denn so einen Schädel rekonstruieren kann. Das ist der sogenannte Keltenfürst aus dem Frankfurter Stadtwald. 55 Jahre wurde er alt und ist in einem reichen Grab bestattet worden. Und wir können euch zeigen, wie man diesen Schädel rekonstruieren kann, um zu wissen, wie sah dieser Mensch einmal aus. Die erste Stufe hin zur Gesichtsrekonstruktion ist dieser 3D-Druck des Schädels, denn einige Teile des Gesichts oder des Schädels fehlen, die aber wichtig sind für die Rekonstruktion, und die wurden ergänzt, und so kann man dann das komplette Gesicht rekonstruieren. Das sehen wir in der gleichen Vitrine 1 drüber. In einem forensischen Verfahren hat eine Gesichtsmedizinerin hier in Frankfurt den Schädel nachgebaut im Grunde. Wir wissen durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass der Keltenfürst ein heller Typ war. Dennoch ist es so, dass die Haarfarbe hier vage gehalten ist. Wir wissen nicht genau, ob er braune, blonde oder rote, leicht rötliche Haarfarbe hatte. Deswegen ist es hier so in dem vagen Blond gehalten. Wie diese Rekonstruktion Schritt für Schritt entsteht, das sehen wir hier auf einer Texttafel hier gleich nebendran. Da sieht man den ersten Schritt vom Schädel, wie sich so Stück für Stück die Rechtsmedizinerin bis zum fertigen Gesicht vorgearbeitet hat. Wenn ihr auch Fragen habt, egal welche, zu unserer Ausstellung oder zur Archäologie Frankfurt, dann schreibt es gerne hier in die Kommentare. Dann gehen wir bei nächster Gelegenheit darauf ein.